Und diese Vorbereitungen, die laufen Land auf, Land ab. In gut einer Dreiviertelstunde werden die ersten Herz-Jesu-Feuer entzündet. Wie auch dieses hier oberhalb von St. Ulrich. Um 21 Uhr ist es dort soweit. Errichtet von der Schützenkompanie St. Ulrich. Und wie jedes Feuer, das heuer von Schützenkompanien entzündet wird, steht auch dieses im Zeichen des bedrohten Ehrenamtes, erklärt der Schützenbund. Die Feuer seien nicht nur ein brennendes Symbol für die Tiroler Tradition, sondern in diesem Jahr vor allem auch ein Symbol für das Ehrenamt. Und jetzt am späten Abend sind auch schon die vielen Herz-Jesu-Feuer in ganz Südtirol sichtbar. Der Schützenbund will mit seinen Feuern in diesem Jahr auf die Wichtigkeit des Ehrenamtes aufmerksam machen. Was am Nachmittag vorbereitet wurde, wie hier in St. Ulrich, ist jetzt weitum sichtbar. Die Herz-Jesu-Feuer brennen hier eben jenes der Schützenkompanie St. Ulrich. Auch im Gardatal, hier in Enneberg mit Blick Richtung St. Vigil, wurde vor knapp einer Stunde dieses Feuer angezündet. Und auch bei Hafling am Tommenknott leuchtet ein Feuer. Bei diesem Kreuz der Bauernjugend wird mit Musik gefeiert. Genauso wie hier in Klobenstein am Ritten, wo dieses Feuer angezündet wurde. Auch von der Schützenkompanie Schenner gibt es ein Feuer unterhalb vom Hirzer auf das Sonntagswort mit Blick Richtung Ifinger und Meran. Auch hier mit musikalischer Untermalung und fantastischem Panoramablick.